Theatersport in Tübingen. Das ist ein Wettkampf zweier Schauspielermannschaften in der Kunst des Improvisierens. Seit genau 5 Jahren sorgt Theatersport für ein ausverkauftes Haus. In der ersten von 10 Runden ist Wilhelm Tell angesagt. Das Publikum hat so gefordert. Tell als Tanztheater. Wilhelm, pass auf! Theatersportler wird man durch hartes Training in einem Workshop. Den Sprung in den Wettkampfring schaffen nur die Künstler, ausgesucht vom Theaterleiter, die sehr musikalisch sind, Pantomime beherrschen, vor allem aber spontan reagieren können, was sie auch untereinander oft verblüfft. Dem Publikum gefällt's, doch die zweite Mannschaft hält dagegen mit einem gekränkten Liebhaber. Sie war mir schon versprochen von dem Vater. Doch jetzt hab ich dich hier gerochen und ich sag dir eins, ich will dich nicht mehr. Na nun, es geht verkommen! Für die bessere Mannschaft. Das Publikum entscheidet. Es lebt halt von der Interaktion zwischen Bühne und Zuschauerraum. Und das ist das Spannende daran eben. Also das heißt, die Zuschauer sind ganz nah dran, sind ins Geschehen mit einbegriffen. Und was wollt ihr noch wissen für eure Oper? Ein Titel, ein Thema. Ein Titelthema. Das gibt's schon als Oper. Wir wollen eine neue Komponierung. Ich bin spontan. Was war das für eine Wanderung? Die Krötenwanderung. Die Krötenwanderung. Auch Unmögliches muss sofort umgesetzt werden. Das ist der Reiz des Spiels. Und damit das sofort passiert, wird eingezählt. Wie beim Boxen. Die Krötenwanderung hier live im Foyer. Wenn das Publikum eingezählt hat. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Im Vergleich zu meiner alltäglichen, also ich habe noch ein festes Engagement an einem Theater, Arbeit, wo ich mit einem fixen Text arbeite, ist für mich einfach die Spontanität beim Theatersport wichtig und am wichtigsten eigentlich der Kontakt zum Publikum, weil im Theater selber ist es so, dass das Publikum versucht, anständig zu sein. Und beim Theatersport ist es ein bisschen das Gegenteil. Und das mit Lust und neues Spiel. Jetzt wird gleich jemand hier einen Vortrag halten und die zweite Person wird dahinter stehen und die Arme dazu mimen. Das Ganze wird zeitbegrenzt auf 2 Minuten. 3, 2, 1. Und los geht's. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren hier vom Heimatverein. Ich freue mich sehr. Ich spreche heute über ein sehr interessantes Thema, das Sie seit lange schon auf der Faust vor sich hertragen. Sie wollen mal richtig raus aus der Haut. Sie wollen nicht immer nur hoch auf die Alpen oder mit dem Schiff durch die Gegend dödeln. Nein, Sie wollen mal was ganz Besonderes machen. Das geht natürlich schon los mit der Fingerfertigkeit. Das macht sich nicht so mal von selber. Und um Ihnen das ganz hart zu demonstrieren, möchte ich Ihnen heute mal ein Problem schildern, das wir seit langem gelöst haben. Wie werde ich Mafioso? Im Prinzip stellt man sich ja mit nicht viel weiter als seiner Unterhose und einem Hemd auf die Bühne. Und wenn man dann sieht, dass aus dem bisschen etwas entsteht, was viele Leute als durchaus schönes Theater empfinden, dann ist es ein tolles Erlebnis und man kann dann auch befriedigt nach Hause gehen. Wir waren zum ersten Mal hier, fanden es unheimlich amüsant und kommen bestimmt mal wieder. Also ich war jetzt schon das zweite Mal hier, aber ich finde es wirklich genial. Fantastisch toll. Natürlich, auch der Musikus hat's gewusst. Vom Hintergrund ins Rampenlicht reagiert auch er darauf. Spontan steht er für alle.